Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ich habe das Ganze jetzt mal ein bisschen lauter gemacht. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Ich werde vorsichtshalber noch mal ein bisschen leiser machen und dann gucke ich mal. Weil irgendwie habe ich anscheinend, also manchmal, wenn ich den Regler von meiner Maus benutze, ändert sich der Sound. Ich habe gerade, als ich die Folge bearbeitet habe, die letzte Folge, gesehen, dass der Sound extrem leise war. Uncool. Ja gut, wir haben eh nichts Großartiges gehört, außer vorletzte Folge mein Gewinn. Na, gucken wir mal. Ich hoffe, das nicht zu laut ist, aber nicht zu leise. Wir werden ja sehen. Ich weiß nicht, auf wen die ballern, aber das interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht. Wir müssen nämlich in diese Richtung. So, ist das noch so weit weg? Ich dachte, das wäre hier um die Ecke. Du leidest an Nährstoffentzug durch Parasiten, ja, das weiß ich. Oh shit. Ich habe jetzt natürlich nichts mitgenommen. Ich habe auch wenig Munition. Das ist ein verdammter Kriegsfürst. Welchen Level sind die anderen hier? Oder bist du alleine? Wir schleichen an ihm vorbei. Wir müssen uns nicht um ihn kümmern. Diese Munition, die spare ich mir. Einfach vorbeischleichen. Ey, weiß nicht, wenn ich wirklich hier leben würde in dieser Welt, ich würde mich nicht hertrauen. Das hört sich echt nicht gut an. Wieso wird mir eine Patrone entfernt? Ich verstehe es nicht. Manchmal werden mir einfach Patronen entfernt. Ja, geil. Leg dich mal mit dem Kriegsfürsten an, ich plündere dann eure Leichen. Wer kriegt zuerst aufs Maul? Du? Oder du? Ich glaube, der Bot. Ich muss dem Bot helfen. Es ist nicht wirklich viel Schaden, was ich mache. Was war das? Gefällt mir nicht. Komische Sounds. Okay, meine letzte Munition. Investiere in dich. Ich glaube, das ist das Gebäude, was so viel Krach macht. Ah, guck mal, der Bot nimmt keinen Schaden. Aber der Bot macht dafür auch keinen Schaden. Aber ich finde es gut, dass ich jetzt einfach dazwischen bin und einfach mithelfe. Jetzt habe ich natürlich keine Sicht mehr auf ihn. Shit. Wie viel Leben hast du noch, Kleiner? Nicht mehr viel. Ich habe Angst, den Bot zu treffen. Ja, ich habe den Bot getroffen. Mehr als einmal. Okay, ich habe keine Munition mehr. Macht das überhaupt Schaden? Treffe ich ihn überhaupt? Ich habe mir die Erfahrung genommen von dem. Okay. The fuck? Du hast ein Lasergewehr?
find's schön, dass du nicht triffst. Hä? Du cheatest doch. Okay, wir haben ihn ziemlich runtergekriegt mit den Dingern. Habe ich noch irgendwas? Oh, 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 oh. Scheiße. Okay. Beide tot, ich freue mich. Das hörte sich nicht nach einem Jagdgewehr an, womit er geschossen hat. Warst du nicht einer mit einer Krone drauf? Ist für mich verarscht. Ach, ich muss hier hin. Oh, nein. Nicht gut, dass ich Hilfe bekommen habe. Na gut. Steuerungsterminal. Anlagenstatus. Unbekannte Verstärkungskomponente nicht mit Energie versorgt. Ah. Energie zu Hilfskomponenten umleiten. Achtung, wenn sie nicht... Das ist eine Warnmeldung. Die Welt geht unter und wir sind alle am Arsch. Ich finde das super. Sie haben mir gerade geholfen, das Notfallübertragungssystem der gesamten Region anzuzapfen. Das wird lustig. Aber genug geplaudert. Ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass sie mein Signal zum Laufen bringen würden. Eigentlich wollte ich sie töten und mir ihr Zeug nehmen, wenn sie zurückkommen. Falls sie das überhaupt geschafft hätten. Aber es wäre wohl wirklich arschig von mir, das jetzt zu tun. Also ich bin das, was man einen Raider nennen würde. Töten, rauben und betrügen sind mein Ding. Und dank ihnen habe ich ein funktionierendes Radio. Jetzt kann ich also andere Gleichgesinnte finden und wir können uns alle verbünden. Sie haben uns Tor und Tür geöffnet. Treffen Sie mich in Top of the World, wenn Sie die Gelegenheit dazu haben. Ich habe nämlich etwas für Sie. Ach ja, ich werde Sie nicht töten. Großes Indianer-Ehrenwort. Du hältst bei Benutzung eine Stunde lang plus 2 Beweglichkeit. Oh, das ist nicht schlecht. Plötzlich finde ich ganz, ganz viele Schrauben. Finde ich auch sehr gut. Okay. Zurück zu Top of the World. Ach, guck mal hier. Da sind meine zwei Kollegen, oder? Nein. Warum ist hier so viel los? Nun denn, zurück zu Top of the World. Ich richte mich mal auf einen sehr, sehr langen Ladescreen ein. So. Kriege ich hier noch irgendwie ein paar Munitionsvorräte? Oh, ein bisschen was. Erfreut mich immerhin. So, sollte ich meine Krankheit eigentlich heilen? Was sagt ihr? Ich glaube schon, ne? Ich habe keinen Schrott dabei. War gar nicht meine Truhe. Bin ich immer gespannt. Ohne Ladescreen, das wird nicht sehr groß sein. Ist sie etwa tot? Natürlich ist sie tot. Du kannst hier keinen NPC treffen. Außer natürlich den Verkäufer. Der ja nicht dazu zählt. So, was wollte ich machen? Ich wollte mich heilen, ne? Raider-Leiche. 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 Apropos, hier gibt es gar keine Raider, ne? Also überhaupt keine Menschen. Vielleicht meinten sie das mit NPCs, das ist keine menschlichen... Dinge gibt. Ah, Musik habe ich jetzt keinen Bock. Madigans Leiche. Oh. Aus ihm rauszuholen. Er ist schon eine Weile tot. Er kam hierher, um mit meinen Raider-Partnern zu verhandeln.
Sie haben ihn aufgeknüpft und sterben lassen, nachdem sie ihn davon überzeugt hatten, auszuspucken, was er vorhatte. Und bevor sie fragen, ich weiß es nicht. Ich war nicht dabei. Egal, sie suchen wahrscheinlich dieses verbrannte Detektor-Verbindungsdingsbums, das er installieren wollte, als sie ihn geschnappt hatten. Scheint wirklich praktisch zu sein. Ich weiß, wo es ist, aber ich bin noch nicht bereit zu reden. Vielleicht vertraue ich ihnen genug, wenn sie mir helfen. Du bist ein scheiß Roboter. Tja, das ist jetzt ein bisschen peinlich. Nicht, was wir erwartet hätten, oder? Naja, um zu beweisen, dass ich kein Monster bin, habe ich als Belohnung für sie ein bisschen alten Schrott zusammengekratzt. Autoraum Raider. Was habe ich gehört? Kronkorken, nice. So, kann ich sehen, wie viel? 1250, okay, mir fehlen noch 150 Punkte. Tun Sie, worum ich Sie gebeten habe. Sofort. Schließe Rose Quest ab, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Sprich mit Rose. Oh, hey! Ich wollte Ihnen was sagen. Was war's noch gleich? Ach ja, richtig. Also, wollen Sie mir nochmal helfen? Großartig. Die Raider mögen ja alle tot oder verschwunden sein, aber damals hatten wir in diesem Gebirge das Sagen. Wir teilten uns in 5 Banden auf. Halsabschneider, Fallensteller, knallharte Blackwater-Banditen und Gourmets. Jede kam auf ziemlich kreative Lösungen für brenzlige Situationen. Das Problem daran ist, dass ich mich nicht mehr so genau erinnern kann. Kommt von den Camps. Wenn ich jemals eine neue Raider-Armee aufstellen will, muss ich rausfinden, welche dieser verrückten Taktiken überhaupt funktioniert. Eine Win-Win-Situation. Ich erhalte Antworten und Sie erhalten ein Arsenal an furchteinflößenden Dingen, mit denen Sie Feinde verschrecken und Freunde anekeln können. Fangen wir mit meinem Favoriten an. Karma. Nein, nicht dieser New-Age-Unsinn. Ich rede von einem Ken, das hart reinhaut, einen aber ins Wanken bringt. Meine Freunde von den Halsabschneidern hatten eine Möglichkeit gefunden, es als Waffe einzusetzen. Ich leihe ihnen meinen alten Injektor und sie modifizieren ihn so, dass er Karma-Pfeile verschießt. Bringen sie ihn bloß zurück, sonst finde und töte ich sie. Ernsthaft. Kein Scherz, das mache ich wirklich. Können wir jetzt einfach abdrucken. Ich bin nicht hier, um sie an die Hand zu nehmen. Sie sind ein großer Junge, sie schaffen das selbst. Ich könnte jetzt einfach abdrücken. Nein, nur. So, wir brauchen wieder ein bisschen Wasser. Wasser. Ah, komm, ein bisschen Coca-Cola. Ich will mal deinen Kronkorken zurück. Und ja, das war's schon. Gut, wir haben hier noch eine Nachricht. Schon. Ich möchte eine Aufnahme von uns haben. Außerdem wolltest du die alte Hexe doch loswerden, sobald wir zurück sind. Na schön. Aber du nimmst die Aufnahme mit, wenn wir wieder gehen. Und du musst mir versprechen, dass du sie zerstörst, falls das mit uns rauskommt. Eine Scheidung wäre viel zu teuer. Und Beweise einfach so herumliegen zu lassen, würde alles nur verschlimmern. Sei nicht so ein alter Spielverderber. Keiner wird davon erfahren. Indianer-Ehrenwort. Hey, hast du noch mehr von diesen Camps dabei? Ja, was willst du? Daytripper? Bedien dich, nimm nur nicht zu viel. Werd nicht, abhängig. Jawohl, Sir. Habe verstanden. Warum? Mach's doch im Ladescreen weiter. Ich werde sie von hier oben aus im Auge behalten. Mit diesen Suchern und meinen Roboteraugen kann ich so ziemlich alles sehen. Und dass sie mir geholfen haben, das Notfallübertragungssystem anzupassen, kann die Glückspilz meine reizende Stimme jetzt überall hören. Warum sind hier plötzlich so krasse Gegner? Wir waren vor Level 6 da und so. WTF. Die haben nicht mal Munition dabei, ne?
Anführer. Immer schön auf den Kopf. Wie hältst du überhaupt die Waffe? Bist du ein Gangster oder so? Ich habe gar keine Zeit nachzugucken, was die so alles haben. Ich muss da hinten hin. Ihr macht das schon, ne? Ich lasse euch mal. So. Ja. Ja, ja, komm. Ist okay. Lass mich sterben, Spiel. Ja, was mache ich denn? Nein. Doch. Waren hier nicht letztes Mal leichtere Gegner? Hätte ich schwören können. So. Gegenstand verwerten. Modifizieren. Rose Injektor. Karma Pfeil. Nachdem Sie das Karma besorgt haben, wird es Zeit, es in Aktion zu erleben. Da gibt es so eine fiese Yaogwai-Mutti, die nenne ich immer... Ach, streichen Sie das. Ich habe sie vor einer Weile aus den Augen verloren, also sorgen Sie dafür, dass wir uns um einen Yaogwai weniger Gedanken machen müssen. Egal, welcher das ist. Wenn Sie kein Yaogwai finden, suchen Sie nach einem anderen starken Tier, damit Sie das Karma in Aktion erleben können. Ich weiß, es hört sich verrückt an, solch ein Biest noch stärker und heftiger zu machen. Aber sobald das Karma nachlässt, wird es so schwach wie ein neugeborenes Kätzchen sein. Miau! Dann erledigen Sie es, sofern Sie die ersten Auswirkungen überleben. Viel Spaß! Danke. So, wir wollten hier Taschen draufpacken, ne? Oh, wir haben eine Lackierung. Nee. Nee. Soll ich nicht das Ding verwenden? Eigentlich schon, ne? Aber ich krieg keine Taschen drauf. Boah, das ist blöd. Ja gut, dann nicht. Wir müssen also eine Kackbratze finden. Auf eine Kackbratze. Oh. Das heißt rein theoretisch. Wenn uns jetzt nicht gezeigt wird, wo eine Kackbratze ist, dann machen wir einfach eine andere Quest, bis wir eine Kackbratze finden. Falls ich es mir jemals merken werde. Ich weiß ja, wo eine Kackbratze ist, die ist unsterblich. Aber wollen wir da wirklich hin? Zu der unsterblichen Kackbratze? So, wird uns gezeigt, wo eine Kackbratze ist? Oh, bei Richthofen. Ach, hier ist noch jemand anderer. Yoshi! So. 6 Kronkorken. 8 Kronkorken. Komm, lass. Gehen wir zu denen hier. So. Haben wir mittlerweile wieder Munition? Na gut, nehmen wir die 10mm erstmal. So. Wir müssen da hinten hin, ja? Und wir sind jetzt hier. Das heißt, wenn wir hier dieser Straße folgen, dürften wir ankommen. War nicht hier diese Honigfigur? Plötzlich seid ihr nicht mehr so stark wie vorher. Vorher waren hier Level, hast du nicht gesehen? 80er. Gegner. Und jetzt? Hat sich was bewegt. Ganz genau gesehen. Kannst mich nicht verarschen, Spiel. Hat sich denn hier bewegt? Hat sich irgendwas bewegt? Aber 100... Ich hab's gesehen. Verarsch mich nicht. Wir haben noch ein paar Waffen eingesammelt, die wir loswerden müssen, ne?
Wenn wir schon mal hier sind. Wir haben 8 Granaten. Das ist ganz gut. Das merken wir uns mal. ETF? Warum jetzt? Mal ein bisschen Schrott ablegen. Da ist das Honigbiest. Todesstamburin? Okay. Kann ich den in den Jagdtor nehmen? Ich habe ja ein bisschen Munition dafür. Dieses Honigbiest. Probieren wir es mal an die aus. Nicht ganz das, was ich wollte, aber das passt schon. Wenigstens haben sie es nicht mit der Angst zu tun bekommen und das Karma bei was Langweiligem wie einer Baby-Maulwurfsratte eingesetzt. Töten Sie Ihr Ziel, dann habe ich was Neues für Sie. Okay. Naja. Willst du mich verarschen? Okay, das Karma-Ding muss erstmal nachlassen. Während der Karma-Pfeil wirkt. Wie soll ich denn das machen? Der nimmt gar keinen Schaden. Ah, doch. Ich habe aber... Doch, Splittergranate. Ja, lass deine Bienchen raus. Ganz wichtig, dieses Karma-Zeug kann auch nach hinten losgehen, wenn sie nicht vorsichtig sind. Und setzen sie es nicht bei sich selbst ein. Außer natürlich, sie sind überzeugt davon, alles um sie herum töten zu können, bevor es nachlässt. Okay, als nächstes kommen die Explosionen. Die Fallensteller haben Köder mit Sprengstoff versehen, um die gefährlicheren Wildtiere auszuschalten. Ich möchte, dass sie Sprengköder herstellen, aber verlieren sie dabei nicht ihre Finger. Sie sind kein Roboter wie ich. Für sie gibt es keine Ersatzhände. Ey! Oh. Nee, war alles gut. Alles gut. Ich habe das Richtige vernichtet. Okay. Stelle einen Sprengkörper an einer beliebigen Bastelwerkstatt her. Na gut. Musste ich wenigstens die Kackbratzenmutti nicht nehmen. Ich glaube, die wäre schlimmer gewesen. Ich hab schon das richtige Tier ausgesucht. Es war ein Tier, wo ich mich verstecken konnte und das nicht wirklich stark war. Oder ist. Also es ist schon irgendwo stark, ja. Aber das Einzige, was es machen kann, ist Bienen losschicken. Und das nicht wirklich gut. Ich habe ja noch mein Schwarzpulvergewehr, ne? Stimmt. Muss ich mir merken. Ja, ich habe wieder 12 Munition. Nice. Bei der Bastelwerkstatt können wir uns wieder ein bisschen Munition herstellen, denke ich mal. Wird mal wieder Zeit. Und ich habe Hunger. Habe ich da gerade irgendwas scheiße gemacht? Ja. Nee. Geh hier hin. Karottenblume. Honig müsste eigentlich sehr, sehr lange haltbar sein, ne? Nehmen wir hier Kürbiskuchen. Wilde Brombeeren, meinetwegen. Russische Eier. Ah, Zeckenblut. Gib mir Wasser. Als wenn ich hier Zeckenblut trinken würde, ey. Wieso ist das hier gerade so grau geworden? Oh Gott, die Zombies kommen. Es wird neblig. Nicht, dass hier gleich der Mothman wieder auftaucht. Vor dem habe ich ein bisschen Angst, muss ich sagen.
Dem habe ich nicht wirklich viel Schaden gemacht. Und ich habe auch momentan nicht die Munition, um irgendwas gegen ihn auszurichten. Und vor allem hier an der Ecke haben wir ihn ja irgendwo getroffen, ne? Ey, das sieht einladend aus. Was das? Ein bisschen traurig, dass es keine Raider gibt, finde ich. Und Raider gehören einfach zu einem Fallout dazu. Ich meine, es gibt Raider. Klar. Die sind alle tot. Laserscharfschützengewehr. Dankeschön. Ich höre Glückchen. So, Molotovs kann ich immer gebrauchen. Eine Angel. Oh, Militärbarett. Ja gut, Freunde, ich würde sagen, das hier wird das Ende der heutigen Folge. Wir sehen uns morgen wieder auf dem Weg nach Vetania City. Und da werden wir zu Magnus stoßen und einen Sprengköder an einer beliebigen Bastelwerkstatt herstellen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.